Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Tommy und ich, wir sind wieder unterwegs und wir wollen angeln, haben wir uns jetzt vorgenommen, wir sind spät los, wir wollen angeln bis zum bitteren Ende. Bis sozusagen nichts mehr geht oder der See zufriert, je nachdem was zuerst kommt, bis uns die Lust endgültig verlässt, weil lange nicht gebissen hat. Das wird sich rausstellen und wir sitzen hier an einem richtig großen Natursee. Also hat schon einige Hektar. Wir haben auch beide Benzinmotoren angeschnallt. Ich habe einen neuen 6 PSer dran, der Stefan nach wie vor mit seinem 10 PSer. Das mit dem 10 PSer ist, glaube ich, auch die bessere Idee nach dem Überfahren heute. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade mal, um das zeitlich zu verorten, an dem historischen Wochenende, wo richtig viel Strom gekommen ist, so in ganz Europa, so von Frankreich her. Wir haben schon gesehen, dass gerade heute in Frankreich das ein oder andere Zelt am Bouder geflogen ist. Wir sind genau in dem Moment quasi über den Teich geschippert, klitschnass geworden. Vollbeladen, ja. Natürlich Schwimmweste, die ziehen wir ja auf dem Wasser nicht mehr aus, das ist dann wirklich gefährlich. Aber das ging alles. Ja, wir waren schon mal hier, vor genau einer Woche, haben uns Stellen ausgesucht, werden wie üblich wieder im Wechsel fischen, also rechts, links. Stefan wird anfangen links zu fischen, ich rechts. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder da sind, werden wir das tauschen. Wir wollen eigentlich nicht füttern fahren, sondern das kombinieren mit beim Angeln. Also wenn wir angeln sind, angeln wir und wenn wir nach Hause fahren, füttern wir. Das heißt, wir sind eigentlich jede Woche da. Tommy hat es gerade gesagt, diesmal jetzt für uns jede Woche angeln, eine oder zwei Nächte. Wir werden mal sehen, wie das Wetter mitspielt. Und ja, da haben wir vorgelegt, Routen sind drin und naja, erstmal ist es nicht schlimm, wenn es erstmal nicht beißt, weil es ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön doll, wenn ich sagen. Ich habe schon viel erlebt, aber wie ist dieser Sturm jetzt? Der Ignaz oder was? Das ist Ignaz. Der Ignaz ist unterwegs. Ignaz Pfefferminz Igel ist hier unterwegs. Der boostet, ja. Der boostet ganz schön. Zähne hat er auch nicht geputzt. Das riecht alles besonders angenehm. Aber für meine Begriffe, ich als eigentlich erfahrener Elektromotorangler, ich war unangenehm. Also furchtbar. Bäh. Ja, der Stefan ist erfahrener. Ja, ist ja auch viel älter. Sieht man ja. Und jetzt machen wir wie immer das Beste draus und im Laufe des Films werden wir euch Session für Session mitnehmen. Diesmal wird es auch Blank-Session zu sehen geben, sollten die dabei sein. Wir filmen wirklich jede Session ab, was man filmen kann, und werden euch versuchen, immer das eine oder andere an Taktik und Technik zu vermitteln und auch viel über neue Produkte euch mitbringen oder schon bestehende Produkte euch irgendwas dazu erklären. Genau, wie das in der Praxis läuft. Das ist natürlich jetzt mit der Hausnummer genau das, wo viele Produkte von uns hervorragend gebraucht werden können. Ob das Ankersystem ist, jetzt die neuen Adjuster, unsere Backlids unabdingbar hier, die Multifunktions-Backlids. Ja. RodSafe, das muss alles sicher sein. Cachersicherung sind wir gerade an einem neuen Thema dran. Das sind alles Sachen, die wir unbedingt brauchen, wo es auf dem Markt eigentlich nicht gibt. Und das werdet ihr jetzt mal wirklich im Einsatz sehen. Immer natürlich in Kombination mit dem Fisch. Ansonsten manche Produkte einfach nur schön anzugucken. Aber ich hoffe, dass wir keinen Blank filmen müssen. Aber möglicherweise ist das so. Wenn das sein sollte, halten wir die Kamera auf dem Blank drauf, dann wird der Film ein bisschen kürzer. Genau. Wir sehen uns und hoffentlich mit Fisch in der Hand. Mit Fisch. Und wenn nicht, dann mit langen Gesichtern. Richtig. So, 18,5. Die erste Nacht ist vorbei und das hat wirklich geklappt. Tommy und ich, jeder konnte einen wirklich guten Startfisch fangen. Hier ist wie gesagt der Befreiungsfisch. Wir haben beide unseren Befreiungsfisch für die neue Stelle hier gefangen. Und den wollen wir euch mal kurz präsentieren. Unseren ersten schönen Natursee-Kauf für diesen Herbst. So, die beiden Jungs haben uns geschneidert. Mega. Ja, meine Rechte, Stefans, auch deine rechte Route. Ja. Da sind natürlich noch zwei Routen dazwischen. Aber
Die erste Nacht kann sich das wirklich sehen lassen, hat sich die Mühe gelohnt. Mein erster Fisch aus diesem Gewässer, kleine erste Nacht, das will man mehr. Trotz riesiger Wellen, also es war schon ein böser Kampf. Also ich habe Stefan nur beneidet, wo er raus musste und Dani, viel später musste ich raus. Ja. Mega, also wirklich geil. Zwei so eine Brocken zum Start. Meiner hier mit 18,5 und was hat deiner? 17,2 für richtige, kann man schon sagen, für richtige Brocken zum Einstand. Und jetzt gehen die wieder baden. Ja. Und wir fischen weiter und hoffen, dass es Ignaz noch den ein oder anderen Fisch in dieser Session, die nicht mehr so lange geht, beschert. Genau. Ignaz Pfefferminz ist auf unserer Seite. I'm feeling a little crazy. Sat at home being lazy. Wanna travel to the mighty. Flying with you. Wanna take on the world and do something. Would you by my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted. Wanna find you drop top without a choice, yeah. Hair blow round to the window singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna dive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing up like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Ich möchte an der Stelle noch ein paar Worte zum Thema Sicherheit auf dem Wasser euch mitgeben. Es wird ja immer überall immer viel geschrieben, wenn jemand mal aufs Wasser fährt und keine Schwimmweste anhat. Das sollte man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Also es ist schon richtig, eine Schwimmweste, die sorgt auf jeden Fall dafür, wenn man ins Wasser fallen sollte, dass man an der Oberfläche bleibt. Das ist richtig und das macht definitiv Sinn und das sollte man machen, wenn es wirklich stürmisch ist, wie wir jetzt beim Ignaz gehabt haben, sozusagen 80 km/h. Also wenn man dann rausfährt und sich das zumutet wie wir mit dem richtigen Gerät, dann ist eine Schwimmweste auf jeden Fall wichtig. Weil wenn man dann ins Wasser fallen sollte, was man ja hofft, dann sorgt ihr erstmal dafür, dass man an der Oberfläche ist. Aber nichtsdestotrotz, was ist noch wichtiger vielleicht als die Schwimmweste? Wichtiger als die Schwimmweste ist für mich eigentlich ein großes, stabiles Schlauchboot. Weil ich würde sagen, oder ich kenne niemanden, der schon mal mit dem Schlauchboot auf dem Wasser umgekippt ist. Das heißt, es gibt nur dann die Möglichkeit, dass man selber herausfällt. Und da habe ich persönlich meine Sicherheitsregeln, wo ich sage, dass mir das, ich will jetzt nicht sagen zu 100%, aber vielleicht zu 98% nicht passiert. Und zwar ist das ganz einfach, wenn es wirklich stark windig ist, setze ich mich zum Beispiel beim Fahren mit dem Motor nicht mehr hier außen auf den Schlauch. Ja, das könnte dafür sorgen, man kommt über eine hohe Welle, über einen Wellenberg sozusagen. Es kommt ein Wellental im Fahren und manchmal fällt das Boot wie in der Luft runter. Dort könnte man natürlich über, im schlimmsten Fall, über die Bordwand gehen. Das ist ein Ausnahmefall, das nennt man dann auch einen tragischen Unfall. Ich hocke dann generell, wenn es wirklich stark bin, jetzt im Boot drinnen auf die Knie, wo ich sage, es ist für mich absolut unmöglich, über die Bordwand zu gehen. Das Boot wird nie umkippen, das passiert nicht. Und wenn ich mich richtig verhalte, dann gehe ich auch nicht über Bord. Und man muss jetzt noch dazu sehen, es wird immer viel gepriesen und viele schreiben auch bei vielen News Kommentare drunter, hier, Schwimmweste vergessen, kann nicht sein, bla bla. Vorbildfunktion, das ist schon richtig, aber man muss bedenken, wir sind jetzt ja gerade in der kalten Jahreszeit schon angekommen mit dem Tommy. Und das Wasser geht Richtung 8 Grad, es wird natürlich auch noch kälter. Und wir angeln doch im Herbst, angelt man oft weiter draußen, gerade an den großen Seen, wie wir sie, oder an den sehr großen Seen. Da ist mit 100 Metern Entfernung nichts gemacht, wo ich sage, bei 100 Meter, man fällt jetzt ins Wasser, ist 10 Grad, das ist schon bitter. Die Erfahrung kann mal jeder machen, aber nicht mit reinfallen, sondern vielleicht mal bis zu die Waden reingehen, um zu spüren, wie kalt das wirklich ist. Und ihr stellt euch vor, ihr seid 300 Meter draußen, es ist Wind, ihr fallt drüber, klappt in die Schwimmweste. Aber dann ist auch schon Schluss. Und irgendwann werden die Hände und die Knochen so steif, dass das mit dem Schwimmen die Nummer nicht funktioniert. Und auch 300 Meter Schwimmen mit Sachen und Schwimmweste. Da ist eine halbe Stunde vor der Nase, wenn es überhaupt schaffbar ist durch den Wind. Aber da gibt es noch einen ganz großen Aspekt. Da haben wir auch ein sehr schönes Produkt dazu, weil ich sage, was dann noch hilft auf jeden Fall ist, wenn man bei Wind rausfährt, egal was man dazu hat. Man hat vielleicht einen Fummel, man hat einen Fisch dran, jetzt beim Ruderablegen speziell. Ne? Es ist wichtig, das Boot zu verankern. Wenn das Boot steht und man sollte dann, egal warum, weil man über irgendwas stolpert, sich komisch verhält, ins Wasser fallen,
Es ist kalt, ja, ist richtig. Aber wenn das Boot steht, kann das Boot erstmal nicht wegtreiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr aber übers Wasser fallt und das Boot nicht geankert ist und es ist starker Wind, ist die Wahrscheinlichkeit, das Boot zu erreichen, meiner Meinung nach null. Das kriegt Fahrt auf, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist eine Minute und das ist weg. Und ihr paddelt dort drinnen rum und da passiert nichts. Deswegen, also wie gesagt, ganz wichtig, ein großes Boot, wenn man draußen ist, weil man Fisch dran hat, immer zuerst den Anker lassen. Bis man steht. Wir haben ja schon was dazu gesagt, wie man das Boot dann auch reindreht, dass der Anker wirklich gut greift, dass man das Boot immer in den Wind reindreht, dass der Anker vorne unten in der Mitte dran ist. Das sind so ein paar wichtige Sachen. Das möchte ich an der Stelle wirklich nochmal mitgeben. Also nicht immer bloß hier einen Zeigefinger heben, der hat keine Schwimmweste, und hier auf den mit dem Finger zeigen. Ich finde, das ist nicht richtig, das sollte man unterlassen. Das ist nicht förderlich. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Also es bringt auch nichts, wenn man wie im Sommer mit Badehose und Schwimmweste in Karpfen drin. Wirklich mal, Leute, ganz ehrlich, da muss man Tacheles reden. Ich habe das schon gesehen auf anderen Videos, und dann schüttle ich mit dem Kopf, wenn man sagt, die Leute gehen raus mit der Schwimmweste und der Badehose bei 25 Grad Wassertemperatur, um nachher, wenn sie am Ufer sind, die Route abgelegt haben, ohne der Schwimmweste baden zu gehen. Das ist doch unverantwortlich. Wie kann man ohne Schwimmweste baden gehen? Stellt euch das mal vor, man könnte ertrinken. Nee, Spaß beiseite. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen wollte, und ich hoffe, ich könnte hier einen Tipp mitgeben, und wenn jemand irgendwie eine Anmerkung hat, oder schreibt das ruhig mal drunter, ihr kriegt von mir auf jeden Fall eine Antwort, wenn es da Fragen gibt, aber das Verhalten auf dem Wasser ist wichtig, wirklich Boot ganz wichtig, und natürlich auf größeren Gewässern auch der entsprechende Motor. Und dann natürlich die Eigenverantwortung. Wenn ich nicht schwimmen kann zum Beispiel, würde ich niemandem empfehlen, weit rauszufahren. Das ist auch so ein Punkt. Also wer nicht schwimmen kann, dem wird die Schwimmweste draußen zwar an der Oberfläche halten, aber dann wird es auch schon schwierig. Ja. Und ein kleiner E-Motor mit 30 Lips bei Wind ausgeschlossen. Also man muss dort selbst sagen, wie sicher fühle ich mich, wie sicher bin ich mit meinem Boot unterwegs, wie viele Jahre fahre ich schon. Wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht wohl bei der Sache, dann macht das nicht. Dann müsst ihr entscheiden, es ist jetzt zu windig, jetzt nehme ich die Routen raus, da zählt immer der gesunde Menschenverstand. Dann muss man soweit sein und sagen, der Fisch ist es ja nicht wert, dass man am Ende im Wasser landet, im schlimmsten Fall ertrinkt. Also beim gesunden Menschenverstand anlangen, was traue ich mir zu, wenn ich sage, das ist mir too much, Routen raus, warten, bis der Wind vorbei ist, und dann geht's weiter. Und man hat ein Geschenk mitgebracht. Ah ja. Wir müssen gerade im Sturm draußen kämpfen. Richtig, deswegen. Im kalten Sturm. Im kalten, nassen, windigen. Gut, Sturm ist immer windig. Nee, haben wir hier mal gucken. Wir wollten noch mal gucken, was das Kleinste so ist im Teich. Das habe ich geschafft. Also nach unten hin bin ich abgesichert. Ne? Würde ich sagen. Cool. Was haben wir hier? Also, ja. Da steht man doch gerne mal mitten in der Nacht auf und fährt durch den Sturm für so eine Fische. Ich weiß gar nicht, zählt der noch als Beifang oder ist das schon Zielfisch? Ja, ich bin Zielfisch, komm. Oh, gerade mein Zwergi verhaftet. Schädel lässt Stefans Route ab. Wissen aber noch nie, was hier los ist. Und da hier draußen wirklich Welle ist, hier vorne seht ihr es jetzt nie, aber weil der Wind uns über den Rücken geht, aber draußen ist wirklich Welle, da fahren wir die Fische wirklich alleine. Da machen wir nie noch irgendeinen Dunkeltaps im Boot, der stört und eventuell über Bord gehen kann. Ich warte hier ganz artig, bis der Stefan zurück ist, und dann gucken wir, was er Schönes mitbringt. Stefan ist zurück. Erfolgreich. Erfolgreich. Das habe ich nachgemacht. Das Grinsen steht ihm über beide Ohren. Das hat funktioniert. Das ist, ja, jeden Fisch dankbar, der zweite Fisch aus dieser Session, ne? ein kleiner Mopli, der nicht will. Ja, der ist aber viel dicker als meiner. Jetzt kann es bessern. Gleiche Gewicht, etwas kürzer, Zukunftsfisch. Genau, hier ist es. Ein kleiner Hübscher. Hat da draußen genascht an den MTC Baits. Am Strawberry Fisch, besser gesagt. Ja?
dass ich schmecken lasse. Und, und es geht wieder rein. Tommy kommt rum. Vorsicht, fallen Sie bitte nicht über die Brutzhalterung. Ja, über die Poseidon-Brutzhalterung wolltest du sagen. Ja, da schwimmt er da hin. Ja, ganz kurios. Wir haben mit allen heute gerechnet. Ne, damit nicht, ne? Aber so ist es manchmal, ne? Ja. Ja, Mr. Krebs hing heute beim Tommy früh in der Leine. Immer gutes Zeichen. Der Kollege hat auch schon einen Haufen Mitbewohner, Untermieter auf seinem Rücken. Viele kleine Dreikantmuscheln, die da drauf wohnen. Was der verspricht, wie produktiv dieses Gewässer ist. Also ein natürlicher Nahrung mangelt es hier nicht. Und das haben die Karpfen, die wir gefangen haben, auch gezeigt. Und jetzt gibt es ein Release. Am letzten Einsatz in großen Naturseen, schönes Video übrigens, ist in sein Handy ins Wasser gefallen. Heute nur die Sonnenbrille. Men in Black. Das sitzt. Ja, liebe Leute an den Fernsehendgeräten, nach dem gestrigen des nächtlichen Kindergartenüberfall, der Zwergenaufstand, sage ich mal, der Stefan uns ins Heimgesucht hat mit Fischen zwischen, ich sage jetzt mal vielleicht 5, 6, vielleicht nur noch 4 Kilo, habe ich heute Morgen noch eine richtige Maschine ans Band bekommen. Natürlich auf dem Strawberry Fish und dem GS1 Pop-Up. Den Pop-Up habe ich geviertelt, da zeige ich euch noch mal was dazu. Ja, und was ist hier in der Maschine? Satte, sage und schreibe 23,2 Kilo. Ein Goldsteck, das beim ersten Versuch. Was der Papa? Boah. Du bist der Tommy, aber lüft, leck mich am Arsch. Geiles Teil, Tommy. Alter, Verwalter. Nee, das war wirklich super. Regenwurmrig, wieder super funktioniert. Sauber gehakt. Sicher gelandet. Hat allerdings auch wenig gemacht. Und das Beste an der ganzen Sache war eigentlich, der Sturm hatte massiv nachgelassen, Zwergenaufstand ist durch und dann lief die Route, die bis jetzt noch nichts gebracht hatte, lief sie ab, schöner Vollrun und das ist das Ergebnis. Geiler Prachtkerl, ist der dick. Dickes Petri, Tommy, saugeiles Teil, mega. Bin echt gespannt, was hier noch kommt. Dir. Das Niveau sinkt mit dir, mit mir nur das Bild. Das Unsere erste Session am Natursee ist hiermit durch und die war wirklich sehr durchwachsen. Das heißt, das Wetter war durchwachsen
Und das durchwachsene Wetter, dank Ignaz, hat uns doch wirklich ein paar sehr gute Fische beschert. Der Tommy hat jetzt am letzten Morgen, sage ich mal, noch in der Dunkelheit einen richtigen Brecher rausgeholt. Damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet, dass hier in der ersten Session gleich so ein Riesenteil um die Ecke kommt mit über 23 Kilo. Das ist schon brutal. Jetzt sind wir natürlich hoch motiviert und freuen uns darauf, was hier noch kommt, wenn wir, wie gesagt, bis zum bitteren Ende durchziehen. Und das ist eigentlich unser Plan, dass wir so lange machen, wie es geht. Und wenn dann irgendwann nichts mehr geht, dann müssen auch wir zu Hause bleiben. Richtig. Am Schreibtisch, Paket packen. Messesaison gibt es ja keine. Ich klinge jetzt mal ein, das wird ja zu lange mit dem Stefan. Wir wollen ja nach Hause, ich muss noch die Katzen füttern, viel zu tun. Ja, es war wirklich die richtige Entscheidung, trotz diesem extremen Sturm an den See zu fahren. Wir haben dann lange gewartet, haben dann übergesetzt, alles sicher gemacht. Natürlich alles mit Schwimmwesten. Der Stefan hat ja in dem Video dann nochmal was dazu gesprochen. Thema Schwimmweste und Boot in der Kombination, wo Sicherheit beachtet werden muss, machen wir das auch. Und auf jeden Fall, der Start ist uns mehr als gut gelungen. Wir hatten natürlich die Plätze, wie schon erwähnt, vorbereitet, waren einmal hier gewesen, haben da unsere guten MTC-Kugeln da reingeballert. Unsere Erdbeerfisch, Strawberry-Fisch, also hat um mein höchstes Vertrauen, hält sehr gut am Köder, hält sehr gut am Haken, auch wirklich lange, kann man lange liegen lassen, ist ja manchmal notwendig. Und im Großen und Ganzen, die Strategie scheint aufzugehen. Es kann natürlich jetzt auch das Bonzel am Anfang sein und am Ende wird alles schlimm. Haben wir natürlich großes Glück, dass zum Anfang so eine solchen Vlog solche schönen Fische fallen, sodass es sicherlich für euch Sinn macht, dran zu bleiben. Wir werden in jedem einzelnen Vlog ein Thema angehen. Hier war es jetzt der Sicherheit am Boot, weil gerade passend zum Sturm, der da wirklich extrem war, wie gesagt, am Duder gab es eben große Schäden und sicherlich an vielen Gewässern, von denen wir nichts wissen. Auch wir sind gut durchgekommen, wir haben das sicher gemacht, haben immer entsprechend gewartet und Zeiten dazwischen eingelegt, auch gestern vom Routen machen. Also das, ich glaube, was wir am besten gemacht haben in dieser Session war warten. Das Warten, ja. Bis der richtige Moment ist für die entsprechenden Aktionen. Das wurde natürlich noch sehr gut belohnt, also ja. Da wurde ich natürlich groß beschenkt, bin ich auch dankbar. Aber wir wissen, es war nicht der einzigste Fisch in der Liga hier. Hoffen, dass wir in den zukünftigen Vlogs noch da was euch zeigen können und wie gesagt immer mit dem jeweiligen einem Thema, was wir dann explizit ansprechen. Also man muss auf jeden Fall dranbleiben. Genau, und drückt uns die Daumen, dass wir hier noch ein paar schöne Fische an Land ziehen in den Winter hinein und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Sportfrei.